Du bist ja jetzt Geschäftsführerin von Moneta. Margaret Kennedy mit anderen hat das 2003 gegründet. Und du hast es dann neu aufgelegt mit Margaret zusammen, Genau. 2013. Und jetzt vielleicht erzähl uns ein bisschen was über deine Person und wie deine Interessensfelder entstanden sind und ja, wie es dich zu Moneta gebracht hat. Ja, ich bin Journalistin und auch Filmemacherin und habe 2008 für den NDR gearbeitet im Bereich Wissenschaft, Bildung und Umwelt. Also ich wusste jetzt in Bezug auf Wirtschaft schon, dass wir nicht ewig so weiter wirtschaften können und dass wir uns neue Wirtschaftsweisen überlegen müssen. Und dann kam die Finanzkrise und ich war doch erstaunt, dass das einfach uns wirklich so an die Grenze gebracht hat, dass wirklich das System hätte zusammenbrechen können und dass die Banken hätten schließen müssen. Und bin dann erstmal zu Arbeitskollegen gegangen und habe gesagt, erklärt mir doch mal, was hier eigentlich passiert. Und das kann man natürlich jetzt auch mit Blasen und Spekulationen und sowas erklären. Aber was wirklich so tiefergehend falsch gelaufen ist, das muss man wirklich auch, da muss man sich das System ganz angucken. Und dann habe ich Anfang 2009 mich mit Margaret Kennedy getroffen und da einen Dialog angefangen, den wir dann immer weitergeführt haben, weil ich über sie auch einfach super spannende Leute kennengelernt habe, die schon lange in ihrem Netzwerk arbeiten. Und die sich eben tiefer mit Geldsystemen und Finanzsystemfragen befassen. Und dann ist es mir eben wirklich jetzt wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das schon einfach große Bereiche unseres Denkens beherrscht. Dass wir eben sehr viel in Geld bewerten, dass wir uns nicht bewusst sind darüber, wie das Geld entsteht. Etwas, was einfach so grundsätzlich so wichtig ist, wie eigentlich der Blutkreislauf für meine Gesundheit, dass wir das abgegeben haben zum ganz großen Teil an private Banken, die jetzt das als Geschäftsmodell betreiben, die Geldschöpfung. Und ja, so hat sich das langsam dann weiterentwickelt und immer tiefer. Und ich bin sogar in meinem ersten Beruf Psychologin und habe früher an der Kinderklinik gearbeitet, mich insofern auch sehr mit der Entwicklung des Denkens und der Persönlichkeit befasst. Und mir geht es eigentlich darum, wirklich jetzt für alle Menschen möglichst gute Entfaltungsmöglichkeiten zu haben. Wie schaffen wir das, dass möglichst viele Menschen so dieses Potenzial, was in ihnen steckt, gut zu entfalten? Und eben über diese Auseinandersetzung mit Wirtschaft, mit Finanzsystem und Geld ist mir eben aufgefallen, dass dieses System super ungerecht funktioniert, weil wir eigentlich ein System haben, das nach dem Prinzip funktioniert, wer hat, dem wird gegeben. Also diese Umverteilung jetzt zugunsten des Kapitals ist etwas, was aus meiner Sicht absurd ungerecht ist, aber darüber hinaus kann es auf die Dauer halt auch so nicht funktionieren, weil es immer Wachstum braucht, dieses System. Und wir können halt auf einer endlichen Erde nicht endlos wachsen. Und diese Ungerechtigkeit, die eigentlich jetzt die Menschen und die Gesellschaft in eine immer schlechtere Position bringt, eigentlich sollte natürlich das Finanzsystem der Gesellschaft dienen. Und deshalb bin ich sehr froh und glücklich, dass ich diese wichtige Aufgabe übernehmen konnte, das eben auch einfach jetzt der breiten Bevölkerung mit grundsätzlichen Informationen näher zu bringen. Und das mache nicht nur ich so, sondern eben viele auch Wissenschaftler und auch Praktiker in unserem Netzwerk. Okay, das ist ja, es versteht ja heutzutage wirklich kaum einer das Thema Geld umfassend. Und das ist ja auch Bildungsauftrag von Moneta, hier Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja. Der normale Bürger, also der Normalsterbliche, kennt es eben als Zahlungsmittel, ne? Als Möglichmacher, sage ich jetzt mal, und aber auch als Schuldenmacher, ne? Geld fördert Knappheit, es ist immer stärkt den Wettbewerb und die Gier und jetzt habe ich die Frage, warum halten wir an diesem Geldsystem so beharrlich fest? Also, wir wollen natürlich das behalten, was wir haben. Wir machen uns keine Gedanken darum. Es ist Geld für die allermeisten Menschen so, wie das Wasser für die Fische. Die merken auch nicht, dass sie im Wasser schwimmen, sondern nehmen es halt als Selbstverständlichkeit.
Und da jetzt Bewusstsein zu wecken dafür, dass Geld eigentlich ein gesellschaftliches Mittel ist, was mitgestaltet werden kann. Ein Tauschmittel, was noch ganz viele Funktionen hat, aber eigentlich etwas, was wir in einer gesellschaftlichen Übereinkunft gestalten könnten und was völlig unbewusst auch eine gesellschaftliche Übereinkunft ist, eben etwas als Tauschmittel zu verwenden. Und das ist etwas, was wir natürlich eigentlich in der Schule lernen müssten, weil es super wichtig ist für alle von uns, wo wir aber einfach das völlig selbstverständlich nehmen, wie die Luft zum Atmen und dass morgen die Sonne wieder aufgeht. Und wenn ich jetzt Leute frage auf der Straße, was meinen sie denn wohl, wo kommen denn eigentlich die Euros her, das können die wenigsten beantworten. Wer macht jetzt die Euroscheine? Wie macht ihr denn das jetzt als Moneta und als Stiftung und als Organisation? Wie betreibt ihr die Aufklärungsarbeit? Welche Hebel bedient ihr? Also welche Hebel benutzt ihr da? Naja, wir kooperieren einmal jetzt mit Initiativen, die zum Beispiel Regionalwährungen betreiben, die jetzt alternative Geldsysteme aufbauen, zum Beispiel Zeittauschsysteme oder auch Unternehmenswährungen, die es gibt. Wir informieren und beraten solche Initiativen. Wir halten Vorträge. Es ist so, dass wir über unsere Website informieren. Ich beantworte ganz viele Anfragen von Studenten zum Beispiel auch, die eigentlich total interessiert sind, jetzt in dem Bereich mehr zu erfahren. Aber das Absurde ist eben, dass in den Wirtschaftswissenschaften Geld kein Thema ist. Und wir arbeiten natürlich jetzt zusammen. Also wir machen Veranstaltungen, wir organisieren Podiumsdiskussionen. Und es ist natürlich so, dass wir auch untereinander uns auf dem Laufenden halten. Also die Experten, die in unserem Netzwerk mitarbeiten. Es passiert ja technisch ganz viel in Bezug auf Blockchain und Kryptowährungen. Und auch jetzt in dieser Corona-Situation mit dem neuen Börsencrash ist natürlich, es gibt einfach so viel Information, so viele neue Entwicklungen, dass man das alleine überhaupt nicht schafft, da jetzt sich auch nur wirklich aktuell informiert zu halten. Das ist schon ganz gut, wenn man das aufteilt. Mhm. Das heißt, ihr habt ein großes Expertennetzwerk, das auch transparent gemacht wird auf eurer Webseite. Genau. Ich will jetzt aber, wir kommen auch gleich noch zum Kryptowährungen und Bitcoin. Das habe ich eher so ans Ende gestellt, weil es auch eine zukunftsweisende Technologie sein kann. Was ich aber jetzt nochmal ganz zurückgehe, will ich nochmal den Zinseszinseffekt, der von Margaret Kennedy als gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und ökologischer Fehler im Geldsystem eingestuft wurde. Jetzt ist meine Frage, also ist eine Geldwirtschaft überhaupt ohne Zins und Zinseszins möglich? Und wenn ja, wie? Also im Moment ist das nicht möglich. Das ist praktisch eine Eingangsvoraussetzung, um überhaupt in der Finanzwirtschaft mitrechnen zu können. Das heißt, wir zinsen auf, wir zinsen ab. Es ist völlig selbstverständlich für einen Banker, dass es ohne Zins nicht gehen kann. Der Zins ist aber auch ein bisschen ein ungenauer Begriff, denn da stecken verschiedene Anteile drin. Selbstverständlich muss die Arbeit der Bank bezahlt werden. Es muss eine Risikoprämie dabei sein. Und das, worum es letztendlich geht, ist eigentlich diese Kapitalrendite, also dieses leistungslose Einkommen, dass jemand dafür, dass er Geld zur Verfügung stellt, dann eben diese Kapitalrendite bekommt, beziehungsweise einen Anteil der Zinsen. Und das ist eben das, was auch dieses Wachstum praktisch immer erforderlich macht. Denn wenn ich jetzt zur Bank gehe und bei der Sparkasse vielleicht einen Kredit beantragen möchte von 100.000 Euro, dann ist dieses Wachstum praktisch schon darin angelegt, wenn die Sparkasse mir dieses Geld gibt, dann will die ja nicht nur diese 100.000 Euro wieder haben, sondern eben zusätzlich auch die Zinsen. Deshalb jetzt als Unternehmerin muss ich dann wachsen. Ich muss praktisch mehr Geld einnehmen, weil ich ja mehr Geld auch zurückbezahlen muss. Also im Moment ist es für die meisten gar nicht denkbar, jetzt ohne Zinsen zu arbeiten. Und das ist natürlich auch das, was jetzt Studenten oder Leute in der Ausbildung lernen, ganz klar. Es gibt aber ein ganz einfaches Beispiel für ein Tauschmittel, dass man es natürlich auch anders machen möchte. Also der Zins ist ja immer der Preis für das Geld, beziehungsweise man sagt, Zeit ist Geld und es muss eben immer jetzt in Bezug auf die Zeit verzinst werden. Es gibt aber auch Systeme, wo einfach ehrenamtliche Arbeitsstunden getauscht werden, also Zeittauschsysteme. Das heißt,
Menschen, die irgendwie in Gemeinschaften, in Gruppen zusammenkommen, in der Nachbarschaft und zum Beispiel sich gegenseitig helfen wollen. Bei der Altenpflege, bei der Kinderbetreuung, bei der Krankenpflege. Es gibt ja einen Haufen von sozialen Aufgaben, wo wir komplett unterfinanziert sind. Und das kann man eben, im Englischen nennt man das Time Banking, das kann man eben durch einfachen Zeittausch. Eine Stunde ist eine Stunde. Heute, morgen, in 100 Jahren auch noch. Und dieses einfach jetzt den Leuten bessere Möglichkeiten zu geben, jetzt einmal eine zusätzliche Anerkennung zu bekommen für ihre ehrenamtliche Arbeit und die aber eben auch einfacher zu tauschen, das ist eben etwas, was eigentlich im Moment in dieser Corona-Krise ich mir super doll wünschen würde, dass wir das auch mehr hätten in Deutschland, um einfach den Leuten eine zusätzliche Anerkennung zu geben für das, was sie tun, zum Beispiel in ihrer Nachbarschaft, indem sie alten Leuten helfen, jetzt Einkäufe zu erledigen, die sie selber, weil sie vielleicht zu einer Risikogruppe gehören, nicht machen können. Oder diese Familien, die zu Hause sitzen mit Kindern und dann nebenbei eine Homeschooling machen müssen, die arbeiten und selbstständig sind und total überfordert. Wie kann man dann einfach Kinderbetreuung besser organisieren? Und das ist eben grundsätzlich auch eine riesengroße, wichtige Frage. Wie wollen wir unsere älter werdende Bevölkerung vernünftig versorgen? Deshalb denke ich, wäre es eigentlich eine Aufgabe, die der Staat auch fördern sollte und unterstützen sollte, zum Beispiel durch ein Programm, was datengeschützt ist, wo ich mit ziemlicher Sicherheit jetzt auch einfach private Dinge kommunizieren kann, mir ein Profil anlegen kann, sagen kann, also ich kann gut Elternberatung machen, ich bin eine ziemlich gute Krankenschwester, ich kann gut kochen und kann einen Mittagstisch ausrichten. Solche ganz normalen Pflegeleistungen. Und dann würde ich natürlich auf der anderen Seite auch angeben, das, was ich nicht kann. Also ich bin ständig verzweifelt, wenn mein Computer irgendwelche technischen Macken hat, braucht er Hilfe. Ich brauche Hilfe beim Hecke schneiden, das schaffe ich nicht alleine. Es gibt viele Leute, die eben jetzt solche einfachen Sachen brauchen, wie dass jemand mit ihrem Hund spazieren geht, wenn sie verreist sind. Und diese ehrenamtlichen Sachen, die eigentlich auch ganz selbstverständlich so in bestimmten Gemeinschaften, sei es jetzt Kirchengemeinschaften, um Schulen herum, Krankenhäuser, Altenpflegeeinrichtungen oder einfach in der Nachbarschaft, die irgendwie organisiert werden, meistens auch in der Familie. Wenn man mal so überlegen würde, wie viel Aufgaben Familien jetzt übernehmen in Bezug auf Kinderbetreuung, in Bezug auf Betreuung von kranken und alten Leuten, wo man eben, das würden die ja sowieso machen. Also auch zum Beispiel diese ehrenamtliche Arbeit, die ich habe hunderte von Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet an den Schulen meiner Kinder. Elternvertretung im Kreiselternrat, Mediation auf Klassenkonferenzen, eine Kantine aufgebaut, all solche Sachen. Wenn ich das jetzt zusätzlich noch einfach auf einem Zeitsparkonto gutgeschrieben bekommen hätte und das dann später nutzen kann, wenn ich jetzt vielleicht nicht mehr gut laufen kann, wenn ich Hilfe brauche, jemand, der für mich Einkäufe macht, irgendjemand, der mit mir zum Arzt fährt, weil ich keinen Führerschein mehr habe und einfach Hilfe brauche bei solchen Arztbesuchen oder anderen Besorgungen, dann wäre das total sinnvoll und zwar für alle. Denn die älteren Leute, die wollen ja eigentlich gerne zu Hause bleiben und sich so gut es geht selber versorgen. Und wenn ich irgendwann mal ins Altersheim muss, dann bin ich viel teurer, als wenn ich jetzt zu Hause Hilfe bekommen würde. Und es ist ja auch, wenn ich das fortführen darf, auch eine Ökonomie der Verbundenheit dann. Ja. Eher als die von Getrenntheit. Genau. Also das heutige Geldsystem ist ja, trennt uns ja eher, als dass es uns zusammenführt. Ist Konkurrenzdenken mehr als Kooperation. Das ist ein total wichtiger Punkt, dass jetzt diese reinen Tauschsysteme, wo es nur um diese Tauschfunktion geht, und zwar unter Menschen, das baut Beziehungen auf, das baut Gemeinschaften auf, das führt Leute zusammen. Und das ist eben etwas, diese Verbindungen, die sollten halt besser werden und nicht jetzt irgendwie von Konkurrenzkampf und entweder ich kriege den Auftrag oder du bekommst den, sondern das ist eben auf einem völlig anderen Blatt, völlig unabhängig vom Eurosystem, was ich einfach für super wichtig halte, was sich zum Beispiel in der Corona-Krise erwiesen hat. Und es ist natürlich auch wichtig unter dem Aspekt, dass es natürlich wieder eine neue Finanzkrise möglicherweise gibt und vielleicht auch eine Euro-Krise, wo es einfach sinnvoll wäre, jetzt mehr Vielfalt zu schaffen und an Alternativen zu arbeiten, eben zum Beispiel in diesen sozialen Bereichen.
Das führt mich, weil du jetzt gerade Vielfalt auch erwähnt hast und das auch ein Lösungskonzept von Moneta oder von euch jetzt ist und von den Experten. Welche Vielfalt gibt es denn? Also ich weiß jetzt von Komplementärwährungen, ich kenne den Begriff Vollgeld, Freigeld und so weiter. Also es gibt da eine große Menge von Lösungen. Was wird denn jetzt bereits in der Praxis angewendet und was wäre vielleicht so dein Lösungsansatz, wo etwas wirklich daraus geboren werden kann, um das zu transformieren, unser jetziges System? Ja, also so unter dem Stichwort Vielfalt sollte man sich ruhig mal die Biologie in den Kopf rufen und die Natur. Also es leuchtet eigentlich jedem Laien ein, dass Vielfalt etwas Resilienteres ist, was jetzt in Krisensituationen viel besser reagieren kann. Also wenn man sich jetzt überlegt, der Monokultur, zum Beispiel Fichtenwald in Deutschland, der fällt beim Sturm natürlich sehr viel leichter um oder wenn der Borkenkäfer kommt, als jetzt der Mischwald. Und das ist natürlich auch jetzt im Bezug auf Währungen und Geldsysteme so, dass es nicht besonders schlau ist, dass wir alles abhängig machen vom Eurosystem und von einer einzigen Währung, von der eben sehr viele Volkswirtschaften abhängen. Und dann zu überlegen, ja, mit einer einzigen Währung kann man nicht alle Probleme lösen. Der Euro ist eben nicht flexibel genug. Ich kann den nicht mehr national auf- oder abwerten. Und dafür bräuchte man halt andere Instrumente, wie eben so Zeittauschsysteme, vor allem für die sozialen Bereiche. Dann gibt es natürlich Unternehmenswährungen, zum Beispiel, um ganz gezielt diese kleinen und mittelständischen Unternehmen zu fördern. Also da gibt es in der Schweiz ein Wir-System, was sogar schon über 80 Jahre funktioniert, seit der letzten großen Depression, seit 1936, da wurde das gegründet und hat viele Krisen überstanden und wirklich ganz gezielt was getan für die Tischlereien, für die Molkereien, für Hotels und Biobauernhöfe, um praktisch denen über so ein Marketinginstrument, über eine Zweitwährung einfach eine Alternative zur Verfügung zu stellen, die besonders gut funktioniert, wenn es eben im Schweizer Franken dann sehr teuer ist. Dieses vergleichbare System ist auch in Italien entstanden, auf der Insel Sardinien. Da gibt es den SARDEX, die das weiterentwickelt haben und eben auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten haben. Eine Komplementärwährung, also Komplementärwährung ist eben ergänzend zum Euro. Die wollen den Euro nicht abschaffen. Niemand bei uns will den Euro abschaffen. Wir brauchen den Euro. Aber alleine mit dem Euro kann man halt viel Potenzial, was da ist, nicht wecken. Und das haben die eben auf Sardinien verstanden. Die haben gesagt, da ist so viel jetzt leere Hotelbetten, irgendwelche Kapazitäten, die nicht genutzt sind. Und dafür setzen wir dann eben den SADEX ein. Und das hat so gut funktioniert, dass das auch übertragen worden ist auf andere Regionen, auf dem italienischen Festland. Die haben sich ein Beispiel dran genommen. Und mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Sowas bräuchte man natürlich eigentlich in allen europäischen Ländern. In Deutschland, in Frankreich, in Spanien, überall. Dann sind natürlich Regionalwährungen sinnvoll, jetzt gerade unter dem Aspekt, dass wir in der Corona-Krise lernen mussten. Wir haben eben einfach diese Globalisierung übertrieben. Die ist so grenzenlos geworden, dass wir jetzt irgendwie noch nicht mal Basismedikamente und Desinfektionsmittel uns selber in Deutschland in ausreichender Menge zur Verfügung stellen können. Und man denkt, okay, jetzt so eine Basisversorgung sollte man schon regional zur Verfügung stellen. Und eine Regionalwährung fördert natürlich auch ganz gezielt diese Wirtschaftskreisläufe in der Region. Also das heißt wirklich die produzierenden realen Unternehmen, die handeln und fördern untereinander, beziehungsweise über jetzt so eine Regionalwährung wie den Chiemgauer, ist es so, dass eben die Nachfrage nach diesen regionalen Produkten auch gerade im Bereich Nachhaltigkeit gefördert wird. Da sind ganz viele Öko-Unternehmen dabei. Ich muss gerade mal einen Schluck Tee trinken. So, Zeittauschsysteme habe ich erklärt, Regionalwährung, die Unternehmenswährungen sind wesentlich, das sind eigentlich die drei Komplementärwährungen, die ich mir als Minimum überall wünschen würde. Also ich würde mir überall ein Zeittauschsystem wünschen, eine Regionalwährung und auch jetzt eine Unternehmenswährung, die gezielt eigentlich die Unternehmen
fördert die kleinen und mittelständischen eigentlich das Rückgrat unserer Wirtschaft und dann eben im Bereich reale Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Das wäre sinnvoll und gut für uns alle. Also ohne jetzt zu weit in die Materie Komplementärwährungen oder Regiogeld einzutauchen, ne? Aber vielleicht nur ganz kurz eine Erklärung. Ist das jetzt zentralisiert oder dezentral organisiert? Gibt es da jetzt auch eine Bank, die das ausschüttet oder ausgibt oder druckt? Du hast uns ja auch was mitgebracht anhand des Chiemgauers. Ne? Wie funktioniert das jetzt im Detail? Ganz kurz gesagt. So, also ich nehme mal die Chiemgauer, das ist in Deutschland die größte Regionalwährung. Die ist entstanden ursprünglich als ein Schulprojekt an der Waldorfschule in Prien am Chiemsee. Da haben sie diese Chiemgauer als erstes auf dem Farbkopierer gedruckt, kaum zu glauben. Und die geniale Idee, die der Initiator Christian Gellery, der damals Wirtschaftskundelehrer war, hatte, ist wirklich, dass diese Chiemgauer, warum soll ich als Verbraucherin jetzt praktisch mir diese doppelte Arbeit machen und zwei Sorten Scheine im Portemonnaie haben, brauche ich zwar mittlerweile gar nicht mehr, weil ich auch eine Regio-Card nehmen kann, aber zuerst gab es halt nur die Scheine, gibt es auch noch immer. Und warum soll man das jetzt machen, dass man mit zwei Währungen arbeitet und Euro umtauscht in Chiemgauer? Als Verbraucherin mache ich das, weil ich dann ein Projekt angeben kann, ein gemeinnütziges. Ich kann irgendwie einen gemeinnützigen Verein eingeben, der praktisch bei dieser Umtauschgebühr müssen die Unternehmen 5% Abschlag bezahlen und 3% davon gehen in ein gemeinnütziges Projekt. Und das Erste, was die sich gewünscht haben an dieser Waldorfschule, die Schüler, die das praktisch initiiert haben, die dieses Projekt gemacht haben, die hatten keine Turnhalle, denen fehlte eine Sporthalle. Und die wollten unbedingt, finanziert über den Chiemgauer, eine Sporthalle haben, ist ja klar. Die Eltern wollten das natürlich auch unbedingt, dass ihre Kinder im Winter endlich dann mal drinnen turnen können. Und deshalb die Ersten, die praktisch einkaufen gegangen sind mit diesen Chiemgauern, das waren die Eltern von der Waldorfschule. Und die Kinder sind rumgegangen und haben praktisch bei den Läden gefragt, wären sie bereit, bei diesem Schulprojekt mitzumachen und ist auch eine gute Sache und wir wären sehr erfreut, wenn sie das mal ausprobieren würden. So hat das angefangen. Und dann haben sie natürlich das professioneller gemacht, also es ist nicht vorgekommen bislang, dass jetzt irgendwie Chiemgauer gefälscht worden wären oder irgendwie sowas. Es ist sogar, dass es eben extra Konten gibt bei der Sparkasse, die da mitmacht, weil die sagt, das ist genau unser Geschäftsmodell, ist aus der Region für die Region. Wir wollen einfach die regionale Wirtschaft fördern. Und deshalb kann man dann eben ein Konto haben, auch mit Chiemgauern. Und dann einmal was tun für die regionale Wirtschaft, was denen einleuchtet, aber eben auch für irgendwie gemeinnützige Projekte. Und was man nicht vergessen darf, ich glaube, so 1 Million Deutsche nutzen diese Komplementärwährung bereits. Ja, das ist wirklich etwas, was es ja heute noch gibt. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig genau, wie viele Nutzer es gibt, aber es gibt, ich glaube, 560 Unternehmen, die da mitmachen. Die sind natürlich eigentlich der Motor dafür, denn wenn ich als Unternehmerin jetzt beim Chiemgauer mitmache, dann möchte ich natürlich, dass meine Zulieferer, dass die Chiemgauer akzeptieren. Und dann sage ich also, lieber Zulieferer, wenn du jetzt die Chiemgauer akzeptierst, dann kaufe ich bei dir ein. Wenn du das nicht akzeptierst, dann suche ich mir vielleicht lieber einen anderen Zulieferer. Und so insofern wird das dann einfach mehr dadurch, dass sich das praktisch über die Unternehmen verbreitet. Und für die Verbraucher hat es eben zusätzlich einfach so diesen Nutzen. Die zahlen gerne mit Chiemgauern, um eben zu zeigen, ich tue was für die Region, ich tue was für das Gemeinwohl, ich unterstütze jetzt den Schulverein oder die Kirchengemeinde oder den Trachtenverein oder Sportverein oder was auch immer. Und diese Sportvereine, die bitten dann natürlich auch, jetzt ihre Mitglieder beim Chiemgauer mitzumachen, denn das sichert denen jetzt regelmäßige Einnahmen. Und insofern sind, ich weiß nicht, ich glaube 250 Vereine oder so dahinter und eben über 550 Unternehmen. Ich komme jetzt mal kurz zum nächsten Währungssystem. Ne? Das sind Bitcoin und Co., also Kryptowährungen.
Ich habe jetzt so 0,2 Bitcoins in meinem Wallet zum Beispiel, weil ich es einfach mal gekauft habe, um teures Geld aber schon, also es ist ein Jahr her oder so. Ne? Ich wollte es einfach mal machen. Ne? Okay. Ich kenne mich aber eigentlich nicht damit aus. Ja, ich habe überhaupt, alle sagen immer, das ist das Geld der Zukunft oder die Währung der Zukunft. Die Kryptowährungen, es kommen jetzt immer mehr Kryptowährungen auf den Markt. Ja, IOTA, was weiß ich, alles Mögliche. Alles wird quasi in Krypto berechnet in Zukunft, so habe ich das Gefühl. Oder könnte sein. Ne? Werden diese Kryptowährungen eventuell unser Fiat-Geld oder das Geldsystem an sich obsolet machen? Also ich bin ziemlich überzeugt davon, dass die Blockchain oder diese Distributed Ledger Technologie, dass das sich durchsetzen wird. Das ist einfach eine technische Neuerung, einfach wie ein neues Instrument, was eben auch neue Möglichkeiten gibt. Und ich denke auch, dass wir irgendwann in Kryptowährungen bezahlen werden. Bitcoin gegenüber bin ich natürlich skeptisch, weil es eine rein spekulative Währung ist. Es ist schon genial. Es lohnt das einfach auszuprobieren, um zu gucken, kann ich jetzt mit Kryptowährungen bezahlen, damit umgehen? Wie funktioniert das eigentlich alles? Also das ist etwas, was ich eigentlich auch jedem empfehlen würde, um einfach dieses Instrument auszuprobieren. Aber was ich mir natürlich sehr viel mehr wünschen würde, wäre jetzt eine Kryptowährung, die wirklich dem Gemeinwohl dient, die jetzt auch Regeln unterliegt, die kontrolliert werden kann, die am besten demokratisch kontrolliert werden kann. Es ist so, dass durch diese technische Neuerung, das finde ich schon interessant, dass die Zentralbanken dadurch auch aufgewacht sind und gesehen haben, aha, hier geht ja richtig die Post ab. Es gibt ja mittlerweile Hunderte und Tausende von Tokens und verschiedenen Kryptowährungen. Und die sehen natürlich, dass jetzt auch das Eurosystem sich damit auseinandersetzen muss und dass sie auch überlegen, ob es vielleicht jetzt sowas geben wird irgendwann, was sich Digital Cash nennt. Das heißt eine Kryptowährung, die hoffentlich datengeschützt ist und die von der Zentralbank herausgegeben werden könnte. Mhm. Ah ja, interessant. Gut. Also die Chancen stehen gut, dass das so sein wird. Das wird sicherlich bleiben. Also was zum Beispiel eine wichtige Frage ist, eine Zentralbank heißt ja nicht umsonst Zentralbank, weil sie eben zentral ist. Und jetzt Bitcoin ist zum Beispiel dezentral. Also das ist zum Beispiel ein Widerspruch, der aus meiner Sicht im Moment noch nicht gelöst ist. Eigentlich ist mehr jetzt für dezentrale Systeme zu plädieren. Und man wird Bitcoin auch nicht abschaffen können. Es wird bleiben. Und es ist halt fragwürdig, jetzt so ein Spekulationsobjekt zu haben. Das würde ich mir schon wünschen, dass diese Währungen weiterentwickelt werden und besser werden, jetzt eben wirklich als Zahlungsmittel, was der Gesellschaft dient und was den Menschen dient und was jetzt nicht im Kern dieses Macht- und Herrschaftsinstrument ist, was es eher im Moment ist. Führt mich eigentlich dann auch schon fast zur letzten Frage, bevor wir die Runde öffnen. Nämlich, es gibt ja Leute, oder es ist eine gewagte Theorie, aber Geld ist einfach nur Energie. Geld ist was? Geld ist einfach nur eine Energieform. Okay. Ja, wir können sie lenken, steuern, wie wir sie wollen. Ne? Und dafür müssen wir natürlich auch unsere Werte und unser Tun ändern. Ja? Und damit Geld eben allen Menschen und der Gesellschaft dient. Welche Werte denkst du, dass wir aufbauen müssen oder können und sollen, um diesen Wert, das Wertsystem Geld neu zu erfinden? Neu zu erfinden. Also es ist natürlich wichtig zu sehen, dass immer ein Beziehungsaspekt sehr wichtig ist dabei. Man kann Geld auch einfach ansehen als ein Medium, mit dem ich bestimmte Informationen transportiere. Es ist eben sehr relevant zu sehen, dass man etwas so gestaltet, dass es wirklich den Menschen dient und der Gesellschaft und auch kontrollierbar ist. Transparenz ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Wert. Datenschutz ist ein wichtiger Wert. Und natürlich, dass es jetzt der Entfaltung und der Freiheit der Menschen auch nicht im Wege steht.
Also im Moment ist es ja so, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie einfach sehr viel tun müssen und dass Geld so etwas ist wie der heimliche Überzeuger, wo einem nicht so klar ist, dass das mit ganz großem Druck doch hinter der Wirtschaft und der Arbeit steht. Es heißt ja eben, Geld regiert die Welt, und ich denke halt, dass es wichtig wäre, dass die Menschen und die Politik natürlich auch das Geld regieren, beziehungsweise dass es ein Instrument ist, was die Menschen sich zunutze machen sollten und dem sie sich nicht unbedingt so unterordnen sollten, wie das im Moment passiert. Ich öffne jetzt aber trotzdem noch die Runde. Marlene, hast du vielleicht noch eine Frage? Ich denke über das Thema Divestment nach, da ich in den letzten Jahren in verschiedenen Kampagnen zu dem Thema mitgearbeitet habe. Und da geht es darum, Institutionen davon zu überzeugen, ihre Anlagen, ihr Geld unter nachhaltigen Kriterien anzulegen. Damit machen diese Institutionen, in unserem Fall die Stadt und die Universität Göttingen, die Aussage, welche Firmen oder Projekte sie unterstützen wollen und welche nicht. Fossil Free ist ein Netzwerk, das sich für den Ausstieg aus der fossilen Brennstoffindustrie einsetzt. Und wir arbeiten nach dem Prinzip, wenn es falsch ist, das Klima zu zerstören, dann ist es auch falsch, von dieser Zerstörung zu profitieren. Denn wer das Geld hat, hat leider auch die Macht. Und dann ist es wichtig, verantwortungsvoll damit umzugehen und sich gegen moralisch untragbare Unternehmen zu entscheiden. Das ist natürlich auch nur eine Möglichkeit in dem System, wie es jetzt gerade besteht, den Schaden etwas zu minimieren. Also Divestment ist schon auf jeden Fall ein großer Hebel. Und damit kann man schon jetzt Druck erzeugen, der natürlich Wirkung hat. Also wenn man sagt, ihr sollt jetzt nicht mehr Kohlekraftwerke finanzieren und aus diesen CO2-Schleudern rausgehen, das ist etwas, was natürlich gut und sinnvoll ist. Also man sollte sich schon klar machen, dass die Deckung für den Euro ist eigentlich unser Bruttosozialprodukt. Also alles, was wir wirtschaftlich leisten. Und da jetzt zu gucken, wie könnte man das in eine Richtung lenken, die jetzt sinnvoller ist für diese Transformation, die wir eigentlich brauchen, gerade in Bezug auf Ökologie, das ist etwas, was natürlich total wertvoll wäre. Also die Banken, die ja das Geld zum ganz großen Teil schöpfen, da könnte man als Staat sagen, wir wollen jetzt eine Kreditlenkung einführen und einen gewissen Prozentsatz, jetzt 20% oder 30 oder 40% von den Krediten sollen vergeben werden für erneuerbare Energien, für ökologische Landwirtschaft, für Bildung, für eine bessere Infrastruktur, solche Sachen. Und das wäre natürlich etwas, was wirklich jetzt eine Veränderung bringen würde. Denn diese Macht der Banken, die generiert sich ja dadurch, dass die bestimmen können, wer jetzt wie viel Geld wofür bekommt. Und das ist natürlich auch jetzt in deiner Frage mit drin. Also dass man eben wirklich sagen sollte, was für eine Wirtschaft diese Lenkungsfunktion, die diese Kreditvergabe hat, die wollen wir gerne in eine nachhaltige Richtung lenken. Ich glaube auch, dass es vielen Menschen gar nicht bewusst ist, wo ihr Geld drinsteckt und was sie mit Geld anrichten oder eben bewirken können. Das ist aber auch einer der Vorteile dieser Regionalwährung, dass es transparent ist und man eben ganz genau nachvollziehen kann, wo das Geld hinfließt. Ja, es ist so, dass man auf jeden Fall zu seiner Bank gehen sollte und da fragen sollte, was sie eigentlich mit dem Geld machen, was ich da deponiert habe. Es ist auch sinnvoll, zu seinem Versicherer zu gehen und insbesondere zu seinem Rentenversicherung, um das nachzufragen. Denn das ist natürlich super wichtig, wo die praktisch jetzt dieses Geld investieren. Und die Komplementärwährungen, Regionalwährungen, die tun da eben was Wesentliches auch, um die Leute aufzuklären. Also dieses, dass man versucht, jetzt Informationen zu verbreiten, das funktioniert jetzt über so einer praktischen Sache wie so ein Chiemgauerschein, den man anfassen kann. Sehr gut, da kommen Touristen, sind in Traunstein auf diesem wunderschönen Marktplatz, kriegen plötzlich zufällig so einen Chiemgauerschein in die Hand und sagen, was ist das, ja? Wieso dürfen die hier mit diesem bunten Geld bezahlen? Und wer hat das denn überhaupt gemacht? Und kann man damit tatsächlich bezahlen? Und das bringt dann dieses Denken in Gang, dass man dann überlegt, ja, wo kommt denn überhaupt unser Geld her? Wer hat denn die Euros gemacht?
Und ja, was kann man denn im Bereich Geld eigentlich selber tun? Und in Bezug auf unser Denken und die Aufklärung ist halt auch jetzt sehr, sehr wichtig, sich in den Kopf zu rufen. Also ich habe mal hier so eine Silbermünze mitgebracht, weil das ist, was eigentlich unserem Denken am nächsten kommt. Also man gibt Kindern jetzt Münzen, die stecken das in die Spardose, die denken, das ist Geld, ich kann das anfassen, das ist also eine Sache. Und dieses, dass man jetzt einen Gegenstand hat, eine Sache und sich vorstellt, dass Geld eigentlich auf so einem Haufen ist und eben eine Sache, die mehr oder weniger wird, das ist halt etwas, was falsch ist, weil das allermeiste Geld ist rein Zeichengeld. Das ist etwas, was die Zentralbank rausgibt. Das ist eben nicht jetzt eine praktische Sache, sondern ein Tauschmittel, natürlich auch jetzt etwas, was ein Wertmaßstab ist, aber eben ein reines Zeichen, was die Menschen gestaltet haben. Und das Problem ist halt, dass wir das auch als Ware benutzen, dass wir ein Warengeld haben, dass wir mit Währungen handeln, dass die dadurch dann im Wert steigen und Wert verlieren, dass wir aber nicht sehen, dass es eigentlich diese Münze als Geld nur ganz, ganz selten gibt. Und dass das allermeiste Geld, was wir nutzen, eben ein reines Zeichengeld ist und etwas, was Menschen erfunden und gestaltet haben, was wir eben auch neu erfinden und was wir ändern können. Negativzins, das ist ja jetzt in aller Munde seit der Banken, seit der Krise 2008, 2009. Ist das noch relevant? Ich kenne mich da zu wenig aus, als dass ich jetzt wüsste, ob das jetzt wirklich ein ausschlaggebender Punkt wäre, auch als Möglichkeit, wie Keynes auch gesagt hat, ne? Negativzins ist gar nicht schlecht. Naja, das, was jetzt am Thema Negativzins schon interessant ist, ist, dass wir ja im Moment eine Situation haben, wo wir real negative Zinsen haben. So, und relevant sind die Zinsen eben, weil sie überall einkalkuliert werden. Also wo wir eben diese leistungslose Kapitalrendite eigentlich in jeder Kalkulation aufnehmen, egal ob ich jetzt Eigenkapital benutze oder Fremdkapital. Und das ist natürlich das, was aus meiner Sicht eher ungerecht ist, dass jetzt nur dafür, dass ich jetzt Kapital oder Geld zur Verfügung stelle, eine Rendite bekomme. Und da sollte man sich natürlich was anderes überlegen, um da rauszukommen. Und insofern ist es schon ganz gut, dass im Moment auch die Banken und die Zentralbanken überlegen müssen, wie sie praktisch mit dieser Situation zurechtkommen. Und es gibt auch Leute, die sagen, wir bräuchten eigentlich viel stärker noch negative Zinsen, gerne irgendwie bei -5%. Was einfach ein wissenschaftlich auch interessantes Gedankenexperiment wäre, weil wir darüber viel zu wenig wissen. Also wir nehmen so selbstverständlich, dass alles positiv verzinst werden muss, dass wir auch in dem Bereich wirklich viel zu wenig Wissenschaft und Forschung haben und jetzt eine Wissenschaft und Forschung in Bezug auf Geld, in Bezug auf Alternativen, in Bezug auf Komplementärwährung, auch natürlich in Bezug auf diese Fragen von Zins und Kapitalrendite. Das wäre schon sehr, sehr, sehr wünschenswert, dass wir da einfach mehr hätten, wo man staunt, dass die Wirtschaftswissenschaften da noch nicht genug geforscht haben. Auch da sind wir natürlich gerne mit dabei und sehr aufmerksam und wollen die Informationen gerne an die Allgemeinheit verbreiten. Mich interessiert auch noch, was für einen Gegenwind ihr bekommt. Ihr macht ja eine sehr systemkritische Arbeit. Also es ist schon so, dass weil wir ja systemkritisch denken und arbeiten, dass es mit der Mainstream-Wirtschaftswissenschaft schwierig ist. Ich erinnere zum Beispiel die Situation, dass jetzt der Verein für Sozialpolitik, so einer der größten Wirtschaftsvereine, die haben in Wien vor ein paar Jahren einen großen Kongress gemacht über alternative Geldsysteme und Währungen. Und da sind wir natürlich auch hingereist. Wir wollten dort drehen. Ich habe eine Drehgenehmigung erfragt bei der Universität Wien, die natürlich auch sofort bekommen.
Und als wir dann dorthin kamen, fingen doch an, die Chefs da zu recherchieren, was denn eigentlich Moneta ist und was wir so machen. Und dann wurde mir tatsächlich die Drehgenehmigung entzogen. Also ich hatte den ersten Tag schon gedreht und das ist etwas, was mir natürlich für den NDR niemals passiert wäre, wo ganz klar war, das machen sie jetzt, weil sie mit uns nichts zu tun haben wollen. Das war wirklich jetzt Arbeitsbehinderung, massiv. Das jetzt für einen gemeinnützigen Träger fand ich schon herbe. Und dann haben wir eine Podiumsdiskussion veranstaltet, wo wir jetzt natürlich auch kritische Stimmen eingeladen haben. Wir wollten natürlich gerne da, wo dieser Kongress stattfindet, auch einen Raum haben und hatten das beantragt. Und dann haben sie uns ganz weit weg in einen Hörsaal verfrachtet, wo Bauarbeiten stattfanden, wo wirklich alles verstaubt war. Die Mikrofonanlage funktionierte nicht. Also es war wirklich einfach eine Unverschämtheit, wo ich gedacht habe, ein Wahnsinn, wie man jetzt durch Anweisungen von Räumen und Herrschaft über jetzt so einen Kongress dann eben bestimmte Gruppen ausgrenzen kann und natürlich auch die kritischen Argumente dann einfach nicht hört. Ja, und das passiert natürlich auch jetzt Währungsinitiativen, Regionalwährungen, Leute, die versuchen, was aufzubauen, die werden lächerlich gemacht, nicht ernst genommen. Es ist natürlich auch wichtig zu sehen, dass wir zum Beispiel von Spenden leben, dass jetzt große Stiftungen, die eben auch von großen Wirtschaftsunternehmen kommen, die würden natürlich, es würde jetzt bei uns natürlich nicht irgendwie eine Stiftung von der Bank oder so was spenden, weil die natürlich das so ansehen, da sind die Leute, die sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen. Und das werden wir natürlich jetzt auch nicht irgendwie mit Spenden fördern. Mhm. Tja, aber da hat ja schon Gandhi gesagt, ne, zuerst zeigen sie auf dich, dann lachen sie über dich, dann weiß ich nicht mehr genau den Wortlaut, dann spucken sie auf dich und dann hast du gewonnen. Ne? Ja, man hätte halt gewonnen, wenn man es einfach einer breiten Bevölkerung besser klar machen kann, dass da ein ganz großes Potenzial drin steckt. Also wirklich auch jetzt verschiedene Währungen zu nutzen, um eben dieses Potenzial in den Menschen und in Gemeinschaften und in bestimmten Wirtschaftsbeziehungen einfach zu fördern. Und was eben jedem ganz gut einleuchtet, ist, dass es nicht klug und zielführend ist, sich von einem einzigen System abhängig zu machen. Also mit der Monokultur werden wir einfach diese großen Probleme, die wir haben, nicht alle lösen können. Und wir brauchen halt Währungen, die für Nachhaltigkeit sind, die für einfach Gemeinschaften und Nachbarschaften und ein besseres Miteinander dienlich sind und die eben auch einfach die reale Wirtschaft fördern, die wir brauchen und nicht jetzt noch mehr Finanzprodukte und ein Aufblähen dieser Blasen auf den Finanzmärkten. Und dabei fällt mir noch ein total wichtiger Punkt ein, den ich auf keinen Fall vergessen darf. Denn was wirklich super wesentlich ist, was ich früher auch einfach nicht wusste, ist, dass die reale Wirtschaft, also das, was einfach alles bewegt, was wir so zum Leben brauchen, dass das sehr viel kleiner ist vom Handelsvolumen her als die Finanzwirtschaft. Das heißt, die Finanzwirtschaft ist mindestens 10-mal so groß wie die reale Wirtschaft. Eigentlich noch viel mehr, denn jetzt diese ganzen Offshore-Sachen und auch Sachen, die jetzt gar nicht erfasst werden, die nicht auf den Finanzmärkten zahlenmäßig erfasst werden, die gibt es ja leider auch. Schattenbanken und eben Offshore-Banking und diese Tatsache, dass wir einfach so viel größere Volumen haben auf den Finanzmärkten in Bezug auf Derivate, in Bezug auf Devisen. Wir haben einen absurden Anleihemarkt und jeder normale Mensch weiß ja, dass er eigentlich, dass das Geld, die Euros, sind nur so viel wert, wie das ist, was ich später irgendwann mal dafür kaufen kann. Und wenn wir so viel mehr Euros haben und einfach nur im Vergleich von 1 zu 10 die realen Werte als Deckung da sind, dann ist es natürlich auch klar, dass ich für 10 Euro später irgendwann mal nur 1 Euro werde einlösen können. Also dieses Missverhältnis, was eben auch
ein Riesenproblem ist, weil es ja die Machtverhältnisse bestimmt. Das Problem ist ja, dass einfach alle total Angst haben vor dem nächsten Crash auf den Finanzmärkten, dass wieder eine Blase platzt und dann gar nichts mehr geht. Und dieses Missverhältnis, das zeigt einmal, dass die Machtverhältnisse ungesund sind, aber eben auch, dass es auf die Dauer nicht funktionieren kann. Gut, in diesem Sinne wollen wir, dass es anders funktioniert und dass ihr weiter eure Aufklärungsarbeit tätigen könnt. Sehr unterstützenswert. Ja, herzlichen Dank in die Runde. Danke, Katrin, dass du uns hier zur Verfügung gestanden bist und uns ein bisschen aufgeklärt hast in dem Thema Geld. Danke fürs Interview von uns beiden. Ich danke euch.